Und herzlich willkommen zurück zu Let's Show Sims 3. Die Mangolds haben gerade eben mit ihren Kindern Hausaufgaben gemacht. Und was will der Hund? Was will der Hund? Will gar nichts. Der muss da wahrscheinlich pinkeln. Nee, der hat schon gepinkelt. Aber er pinkelt immer auf dieser Stelle. Warum steht er da rum? Das ist mir unheimlich. Gut, wie sieht's denn mit den Kindern aus? Mutti Mangold legt sich einfach mal ins Bett vom Sohn. Das ist gut. Was hatte er hier? Er hat jetzt hier gerade normales Training am Laufen. Du machst immer Schweiß fressen, stinkst du wieder die Bude voll. Das Kind steht jetzt in seinem Bruder, weil es ihn um eine gute Nachtgeschichte bitten will. Das ist ja ein toller Sims 3-Bug. Ob ihm da ein Hintern gewachsen ist oder ob das ein Kind ist, man weiß es nicht. Ich glaube, sie ist ihm einfach in den Arsch gekrochen. Ich meinte, ja. Wo geht sie denn jetzt lang? Einmal außen rum. Wieso gehen die jetzt ins Badezimmer? Für eine gute Nachtgeschichte geht man doch nicht ins Badezimmer. Ja. Einfach mal so viel zu dem Thema, dass hier alles vernünftig läuft. Kleine, niedliche, süße Anni, du gehst jetzt mal was essen. So, das, was ich jetzt machen möchte und was ihr euch gewünscht habt in der letzten Episode, während ich jetzt hier versuche zu managen, dass die kleinen Viecher alle rechtzeitig ins Bett gehen, war, dass ein hochgewoteter Kommentar hieß, Anni, machst du bitte, wenn du Lust hast, eine Oma Sims, die sehr grießcremig ist und voller Tiere bzw. Katzen hat und dass sie Lehrerin ist oder Babysitterin, die Kinder hast. Ich hoffe schon, an der LP sind super. Genau, da geht es ja noch ein bisschen weiter. Ich blende den Kommentar mal hier ein. Blendi, 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 blend, ein, blend, blend, blend. Übrigens haben wir jetzt einen Vogel. Blend, blend. So, weggeblendet. Was, steht der Hund jetzt im Weg oder was? Was macht der Hund dann da? Am Bauch gekrault werden. Ich dachte, du willst auch mal was fressen. Hund, geh mal hier hin. Hör auf, dem Mangals im Weg zu stehen. Habt ihr das gesehen, wie er geguckt hat? So richtig böse. Und was hat er? Er will auch was zu essen. Ja, dann hol dir doch was zu essen, Mensch. Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwie einfach immer eine Sache im Weg. Die stehen sich irgendwie immer alle gegenseitig im Weg. Ich schmeiß einfach mal einen von denen hier weg. Stell mal das hier dahin und das Hundespielzeug kann ich auch mal gleich da weiterlegen. Dann kann da endlich mal jeder hin. Und der Hund hat übrigens auch Hunger. So, jetzt wird mal hier lecker gegessen. Was macht der Vogel? Ah! Vogel fliegt durch Wohnung. Vogel ist außer Kontrolle. Vogel fliegt durch Wohnung. Ah ja, und diese Mikrolags beim Aufnehmen sind immer sehr schön. Wenn die Sims für so einen kurzen Moment einfrieren. Hat der Hund, der mag er den Vogel nicht. Jetzt ess aus deinem Napf, verdammt, du blödes Kackvieh. Mathilda hat heute auf dem Friedhof ein bisschen was verdient. Und der Error-Trap hat festgestellt, dass Yolanda Lemon ein Error ist. Ich habe eine Tour-Anfrage in meinem Sim-Portbuch. Talentierter Sänger auf Level 3. Nee, sorry, habe ich noch nicht. Und 2 Freundschaftsanfragen. Hey, und da ist meine Bug-Freundschaftsanfrage. Wenn ich die annehme, dann nützt es mir gar nichts. Weil die ertaucht nach einer Stunde wieder auf. Das ist sehr schön gemacht, ja. Ich bin übrigens Pustekuchen hier in, kann man das irgendwo lesen? Boah, ist das Internet wieder langsam. Also, ich bin The Pustekuchen in Sims 3. Wenn ihr mich als Freund hinzufügen wollt und wir mal unsere Stars von Showtime austauschen wollen und so, lieben gerne, kein Problem. Ich poste da auch immer freundlich an meine Pinnwand, was meine Sims gerade so machen. Einfach, weil ich sonst nichts zu tun habe. Naja, wenn ich Sims spiele, mache ich das wenigstens schon. Und Mathilda muss jetzt Hausaufgaben machen. So, die Familie hat ja auch noch gar keine Oma. Deswegen werde ich mal unseren niedlichen kleinen Verein hier mit einer Oma beglücken, indem wir jetzt einfach in den Stadtbearbeiten-Modus gehen. Ja, ich möchte speichern. Immer speichern, weil manchmal stürzt Sims einfach ab. Denn speichern ist speichern ist speichern ist einfach speichern. Wenn das noch nicht so lange dauern würde. Hopp, hopp. Ich klackere mit meinem Finger auf meiner Maus herum, um die Zeit zu überspielen. Dam, 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 dam. La, 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 la. Gut, funktioniert ja. Flotti Karotti. Nachdem unsere, liebenswürdige Oma dann auch in der Stadt wohnt, werden wir mit den liebenswürdigen Mangolds tatsächlich mal, ich muss jetzt mal hier was, dass wir erstelle einen Haushalt. So, werden wir mit unseren liebenswürdigen Mangolds tatsächlich mal in den Urlaub fahren. Und zwar nach China, ins ferne Asien. Da gibt es dann mal ein bisschen Taekwondo-Unterricht, Grüfte werden erforscht. Ist schon sehr schön da, ja. Könnte interessant werden. So, wir brauchen eine Oma, also muss sie schon mal alt sein. Sinkaku! Sinkaku! Ey, ich bin gefängt! Oh ja, bin ich schön!
Mit dünne Oma, fette Oma. Mit mehr oder weniger Brüsten. Naja, normal. Oder mit Muskeln. Mucki-Oma. Nee, das sollen wir mal lieber nicht machen. Hier so eine durchschnittliche Hautfarbe vielleicht. Ja, ja, das sieht ganz gut aus. Ich habe übrigens eigene Skins installiert, wie man hier sieht. Das kann man ja alles mit dem Custom-Content machen. Ja, wie nennen wir die denn? Vielleicht könnte das Kind nach der Oma genannt geworden sein, weil die heißt ja Mathilda. Und Mathilda ist ja ein etwas älterer Name. Mathilda Mangold. Ja, das Kind wurde nach der Oma genannt. Finde ich gut. Ja, die Mathilda Mangold. Ich zeige euch später auch noch, wie ich es schaffe, dass ich sie ins Familienbuch eintragen kann, dass sie auch wirklich die Oma ist. Das kann man nämlich alles mit den Modifikationen, die ich installiert habe. Kein Problem. Frisuren können nach Outfit-Kategorie bla. Ja, eine Oma-Frisur brauchen wir jetzt. Also die Haare sind schon mal schön grau. Hier, das ist so ein Traum. Ja, eine richtig schöne Oma-Friese. Das ist jetzt gar nicht so einfach mit so einem Dutt hinten. Oder hier immer mit so einem Kopftuch. Ja, so eine verrückte Alte mit dem Kopftuch und zu vielen Katzen. Oder Bauarbeiterhelm. Oder einem... Nein. Nein, nein, nein. Das sind dann die ganzen installierten Haare. Nein. Ja, genau. Cowboy-Oma. Howdy, Leute. Ich und mein Pony. Nee, sie soll ja viele Katzen haben. Also bin ich schon dafür, dass wir mit dem Kopftuch da weiterarbeiten. Kopftuch, lad doch mal. Dankeschön. Doch, finde ich ganz in Ordnung so. Sie muss natürlich dann noch älter aussehen. Die sieht ja jetzt viel zu lieb aus. Muss ja so richtig böse aussehen. Hier irgendwie so ein merkwürdiges Blümchenmuster muss da drauf. Nein. Ein bisschen wegzoomen hier. Ah, ptidupti-du. Nein. Haben wir dann hier bei... Bye-bye-bye Verschiedenes noch was? Ah, so ein, also so ein altes... Nee. Glitzer. Blümchen. Da haben wir doch Blümchen. So ein Blümchentüchlein. Das ist doch schön. Da kann ich die Farbe von... Achso, da kann man nur das dann so ändern. Okay. Machen wir das ein bisschen farbintensiver und dann passt das auch. Ja, und ja, das ist jetzt wieder die Frisuren laden. Was dauert das jetzt wieder einen Moment? Ich habe nämlich so viele Frisuren installiert, dass es schon nicht mehr heilig ist. Gut, jetzt noch die Augenbrauen anpassen. Nehmen wir dann da. Da haben wir natürlich auch installierte Augenbrauen. Könnten hier sowas streng guckendes. Also die kann man dann noch strenger gucken lassen oder hier so. Oder Monobraun-Oma. Nee, das wollen wir natürlich auch nicht. Da wäre die Monobraun-Oma. Nein. Weil sie eine Katzenfanatikerin ist, sie nicht gleich die Monobraun-Oma. Ne? So viel Wimper will ich ja jetzt auch nicht geben. Gesicht, das ist viel wichtiger. Da können wir uns gleich schon mal von vornherein hier... Nee, das ist dann hier. Altersdetails. Schöne Flecken im Gesicht. Ein bisschen älter aussehen. Schönheitsflecken. Gibt's hier auch. Sommersprossen. Wie viele Sommersprossen denn bitte? Das sind keine Sommersprossen, das sind Warzen. Schön, ja. Nimm's mal so. Damit sie, dann sieht sie ja auch schon wesentlich älter aus. Wo ist der Schönheitsfleck denn? Ach, da auf der Seite, ich sehe ihn gerade. Ja, na gut, das ist schon mal so ganz okay. Vielleicht will ich doch ihre Haut noch ändern, damit die auch alt aussieht, müsste es eigentlich eine Standardhautfarbe sein. Das ist aber zu Standardhautfarbe. Das ist eigentlich auch keine Standardhautfarbe. Damit sieht so nett aus. Hier ein bisschen fahler, so. Damit sieht sie schön alt aus. So muss es aussehen. Hier sehen wir auch die kleinen Fältchen um die Lippen herum. Wunderbar. Ich bin alt. Entschuldigung. Gut, jetzt müssen wir noch ihr Gesicht noch ein bisschen schöner machen. Was haben wir denn hier alles? Blub, blub. Oder man kann natürlich auch hier random durchgehen. Nein. Das sieht böse aus mit der Nase. Sieht asiatisch aus. Wieder böse aus. Das wird immer hässlich. Der kann aber auch gar nichts. Ich möchte mal wieder zu dem Ursprungsgericht zurück und das dann lieber deformieren. Das war das doch hier, oder? Noch einen zurück. So. Hat ja schon mal was. Die hängenden Wangen. Allerdings schmaler Kiefer, damit sie so ein bisschen doch älter aussieht. Die Kieferform kann ruhig so bleiben. Kiefertiefe. Achso, das ist dann hier das da. Oh, ich kann zurück. Kieferhöhe. Was soll das lange Gesicht, Fury? Ja, so ein bisschen weniger. Ne? Dein Kiefer verschwindet ja langsam. Wangenfülle. Ja, gut. Wangenknochenhöhe.
Wangenknochen formen, dann sieht sie ein bisschen dünner aus, damit sie halt wirklich so wie so eine alte, klapprige Oma ist. Nostalgiefalte schön einprägen. Wangen brauchst du da nicht. Kinngröße, ja, die kann ruhig so groß bleiben. Fülle, ja, mal so machen. Kinnunterlippentiefe. Okay, ganz so riesig vielleicht auch nicht. Kinnhöhe. Ja, nee. So, das hat doch schon was. Das ist doch richtig jetzt schon so ein richtig alte Klapprig. Ich meinte... Das sieht wunderschön aus. Augen haben wir ja schon hier viele vorgegeben, ne? Die Augen immer kleiner werden. Auf jeden Fall mal graue Augen, einfach, dass sie schon so ergraut sind. Sie kriegt später hier noch Kontaktlinsen. Augenhöhe, ja, ruhig so ein bisschen höher. Einfach die Augen so ein bisschen kleiner machen. Die Augenhöhlenhöhe nicht zu hoch, die liegen ja schon auf ihren Augen. Augen drehen, ein bisschen schräger. E.T. nach Hause telefonieren. Nein. Augenfülle bedeutet, ach so, ein Glipschen hier so raus. Oh ja, das ist doch wunderschön. Das sieht doch richtig alt aus. Augenspitze nicht kriegen, ist unwichtig. Augen... Eww. Augenform, nee, die darf ruhig einfach so bleiben. Ich will ja auch nicht zu viel verändern. Höhe, innerer... Nee, das ist schon okay so. Augenlider höhen. Ja, so sieht's freundlicher aus. Augenbrauenlinie. Augenbrauenhöhe. Niedriger. Böse guckende Oma, liebguckende Oma. Ja, so eine verräterisch liebguckende Oma einfach. Die Nase. So finde ich die eigentlich schon mal ganz super. Oder so. Ja, das ist ein Traum. Die bleibt gleich so. Die Lippen. So eine aufgespritzte, hier. Oma. Nee, so ein bisschen. Bisschen schmaler. Ein kleiner Minimund. Bisschen nach oben so. Ich mag keine Kinder. Kinder sind scheiße. Nee, lächeln darf die auch nicht. Ah ja, so ein Angela Merkel Mundwinkel. Wunderschön. An die Mundwinkeltiefe. Nee, das ist in Ordnung so. Und definieren. Nee, der kann so bleiben. Ich würde den jetzt auch einfach mal so lassen. Beim Make-up. Was haben wir denn da alles? Hier, Oma mit Make-up. Sehr schön. Ja, nein, danke. Was ist das denn hier? Das sind nur noch mehr Schatten unter den Augen, richtig? Das waren die hier, glaube ich, auch. Die konnte man irgendwie so bearbeiten. Aber das hier ist noch mehr Schatten unter den Augen. Wenn ich jetzt also hier ein bisschen die Sättigung rausnehme und das ein bisschen dunkler mache, sieht Oma noch ein bisschen älter aus. Warum beleidigst du mich so? Was haben wir denn hier? Das wären Wimpern. Ja, Oma muss jetzt keine zusätzlichen Wimpern haben. Beim Make-up könnte man höchstens mal gucken, dass wir noch so ein bisschen älteren Touch verpassen. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Was ist das hier? Ach so, da kann man hier wieder Highlights setzen. Das macht man, indem man das dann hier so ein bisschen heller macht und dann sucht man sich halt hier noch so einen vernünftigen Ton raus. Das soll das Ganze ein bisschen lebendiger gestalten. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier sowas bringt. Vorher, nachher. Nee, jetzt sieht Oma zu jung aus. Oma muss alt aussehen. Hier, so. Nee. So. So? So ist schön. Lippenstift. Was haben wir denn hier alles? Hier so richtig sexy Lipgloss für Oma. Nein. Nein, 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 nein. Aber Kostüm-Make-up, da schauen wir nochmal rein. Vielleicht finden wir ja da was Interessantes, wie zum Beispiel den Gesichtsgünter. Oder hier sowas Tragisches. Nee, ich wollte ja. Mhm, genau so sagt man das. Ich wollte ja Kontaktlinsen suchen, damit sie lebendige Augen kriegt. Wie gesagt, das ist alles Download-Content. Wo ihr solchen herbekommt, findet ihr alles in der Videobeschreibung. Hab auch schon mal ein Video-Tutorial dazu gemacht. Das ist, glaube ich, auch unten verlinkt. Da habe ich auch nochmal ein bisschen mehr dazu erzählt. Ist aber auch schon wieder eine ganze Weile her. Es müssten so fade, tote Oma-Augen sein oder so gruselige Oma-Augen. Angst! Die sehen sehr schön natürlich aus. Das sind Puppenaugen. Well, ja, tatsächlich. Was ist das? Das ist auch sehr natürlich. Und das hier? Die Tiffer-Augen? Ja, die Tiffer-Augen leuchten schön. Und dann kriegt Oma noch eine Tätowierung. Natürlich kriegt Oma... So. Ja, wunderschöner Anblick. Wollte ich immer nackt sehen. Haben wir nicht auch irgendwie so eine Katze, die man hier auf dem Popo tätowieren kann? Nee, aber ein Kaninchen und ein Plattenspieler. Oh, ein Marienkäfer. Oh, hat jeder gern auf seinem Arsch. Nee, machen wir doch ein Schmetterlingsgeweih. Ja, das muss ganz nach oben. Dann kann man ihn auch noch größer. Nee, noch größer geht's nicht. Ja, und den kann man jetzt hier noch einfärben in rosa. Das ist so eine Jugendsünde von ihr. Das bleibt so.